Och, was war denn das? Ist das hier etwa unterstützt durch Produktplatzierung? Heiland, ja, so ist es. Ah, wir haben eine Produktplatzierung. Wir freuen uns, weil es ist meine erste. Ich hoffe, ihr genießt sie, denn wir spielen heute EOS Online, ja, Echo of Souls. Und eins vorweg, ihr findet in der Infobox den Link zum Spiel. Ende der Produktplatzierung. Also falls es euch gefällt, könnt ihr es gerne runterladen und mich dann mit einem minimalen Share am Download unterstützen. Ah, ich kack mich ein. Lieber nicht. Wir testen das Spiel nämlich heute mal an und gucken mal, was es so gibt hier an Klassen. Der sieht schon gar nicht ungeil aus. Na, der sieht na. Der sieht scharf aus. Mal hier noch Hüterin. Ja. Waldläuferin mit einem Rock. Vielleicht ein bisschen unpraktisch. Magierin. Oh, die sieht süß aus. Die hat einen Schwanz. Was kann die denn? Pyromantin. Ich habe gerade Pyromanin gelesen. Wir sind eine Pyromanin. Sollen wir die nehmen? Ach komm, die hat so einen süßen Schwanz. Und die ist klein. Die nehmen wir. Aber wo ist ihr Schwänzchen hin? Da sind die Schwänzchen. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Die ist ein bisschen süß, ne? Das sieht schon echt nicht schlecht aus, ne? Was haben wir hier? Ich glaube, mir gefällt das hier ganz gut. Mit Hut. Ach Gott. Oh, das ist seltsam. Oh, mit Öhrchen, ja. Gott, ist die süß. Ja, das sieht ein bisschen seltsam aus. Was nehmen wir denn? Wir machen sie mal so. Das sieht doch schick aus. Tattoos! Yes! Ach so, die sind in der Fresse. Hä? Das ist hier, wie heißt denn dieser Boxer nochmal hier? Der auch in dem Hangover-Film One Night in Bangkok with the Hangover gesungen hat. Niemand weiß, wen ich meine. Die sehen aber alle irgendwie ein bisschen schrottig aus, ne? Haare. Bin ich denn schon fertig? Lass ich die so? Ich will aber Öhrchen. Aber dann sieht das doof aus. Öhrchenfarbe. Dann eher so wieder, ne? Das nehmen wir. Kann nur irgendwie die Augenbrauenfarbe nicht ändern. Okay. Wir sind toll. Wir sehen aus wie ein Fox. Bin ich ja schon mal ganz großer Fan von, muss ich sagen. Warum sehen wir jetzt nicht aus, wie wir aussehen wollten? So, das sieht doch schon mal so aus, als wenn hier ein paar Kameraden unterwegs wären. Wir sind Ärmelin und sehen gar nicht so aus, wie wir aussehen wollten. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Login-Belohnung. Wir kriegen ein braunes Pferd. Das sieht aber schon ein bisschen sehr hart nach WoW-Nachmache aus, ne? Also so vom Ganzen auch. Ja, okay. Mal gucken. Das ist schon witzig. Also es ist schon richtig hart nachgemacht. Was ich nicht ganz checke, wir hatten uns ja eigentlich anders eingekleidet. Warum sehen wir so aus? Erkläre, Mann, es mir. Das ist komisch. Also anscheinend können wir irgendwie, so wie wir eigentlich aussehen wollten, nicht aussehen. Naja, sehr seltsam. Gut, wir haben schon mal gemerkt, man kann offensichtlich seinen Charakter designen. Und sieht trotzdem scheiße aus. Was ist das für ein Scheiß? Dummes Kackspiel. Naja, gut. Ich nehme mal an, hier Rüstungshändler, Waffenhändler. Ja. Waffen sind wie Freunde, die dein Leben Rüstung ansehen. Das ist doch alles wieder nur hier. Naja. Ich weiß nicht, ich bin hier. Was bist du? Du, dich muss ich ansprechen? Offensichtlich.
Ja, wir haben hier eine schöne Starterquest. Das ist witzig, selbst der Sound von der Quest klingt wie bei WoW. Post haben wir keine. Das machen wir mal weg. So, und da ist ein großes Fragezeichen. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Was können wir denn so? Ungültiges Ziel. Dann halt nicht. Ach, guck mal, hier sind schon alle fleißig am Starten. Annehmen. Gut. Offensichtlich müssen wir hier, guck mal. Von der Animation her ja eigentlich ganz nett, ne? Wo ist denn... ein neuer Erfolg. Heiltrank. Sehr schön. Wie bereits gesagt, ist das Ganze hier insofern ein Product Placement, als dass ich das Spiel einfach zum Testen mir runterladen konnte, durfte, sollte und es halt mal antesten darf. Und ihr findet auf jeden Fall den Link zu dem Spiel in der Infobox. Und wer es mit mir spielen will, möchte, also falls man die Möglichkeit haben möchte, mich mal online zu treffen, ich bin auf dem Server Yggdrasil, so. Das schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox, ist sonst ein bisschen zu complicated. Und dann könnt ihr, wann sehe ich denn, ist die Quest schon fertig? Ach, ist schon, oder was? Ach, ist ja nett gemacht hier. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Spiel runterladen und dann habt ihr ein tolles Spiel, was so ein bisschen wie WoW ist, nur umsonst. Würde ich mal sagen, mit relativ vielen Menschen online. Kriege ich jetzt irgendwas? Oh. Cool, schon Level 2. Ich bin direkt addicted. Was so ein bisschen doof ist von der Steuerung her, finde ich, wenn ich laufe und ich drücke zur Seite... Weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht so smooth. Aber gut, es ist halt ein Gratis-Game. Ich vermute mal ganz stark, dass man hier auch unheimlich viele Special-Sachen sich vielleicht kaufen kann. Dass man sich so ein bisschen cool kaufen kann. Aber ich meine, es macht Blizzard ja genauso. Ne? Da kann man sich ja auch ganz dolle Flugmounts irgendwie kaufen und... Danke, du hast mich gerettet. Ja, sehr gerne, mein Freund. Stehen sie da mal nicht so patzig. Ja, die stehen da alle voll so. Nein, danke schön, dass du mich geritzt hast. Ist nicht so, als hätte ich das nicht selber hinbekommen. Achso, jetzt muss ich wieder Pflanzen sammeln. Okay. Wir sammeln Pflanzen mit einem Stock in einem Outfit, das wir uns überhaupt nicht ausgewählt hatten. Geht mir ein bisschen auf den Sack. Vielleicht soll das Charakterdesign am Anfang einen auch nur so ein bisschen anfixen, dass man sich so denkt, boah, du kannst voll geil aussehen. Und dann, ja, dann kannst du halt erstmal gucken, ne, wie du da hinkommst. Hä, bin ich irgendwie doof oder so? Wo sind denn diese Kackpflanzen? War es das schon oder was? Ach, die sind beide schon fertig. Das weiß ich nicht. Könnte man, hätte, ach, guck mal. Aber es ist witzig, die Shortkeys sind exakt dieselben wie bei World of Warcraft. Und, naja gut, es springt, also man kommt so ein bisschen schneller ins ganze Gameplay rein. Da sind die Fragezeichen. Ist auch alles so, finde ich, für den Anfang ganz nett und easy gehalten, so. Muss ich sagen. Und zack, schon sind wir Level 3 und haben eine neue Attacke gelernt. Skillt man hier auch irgendwann, oder wie sieht das aus? Ja, ist okay, halt die Fresse. Mit der K-Taste können das Skillfenster geöffnet und einzelne Skills auf Hotkeys gelegt werden. Mit der K-Taste, also, was haben wir denn da? Das haben wir schon, das haben wir schon. Das können wir doch alle schon. Naja, es gibt einen kleinen Ausblick darauf, was man alles so cooles ab Level 10 kann. Sind wir natürlich angefixt und wollen weiterspielen. Und wollen den Link anklicken in der Infobox, damit wir alle zusammen spielen können. Oh, wir... sind hier und da ist eine Walküre. Charakterdesign ist ein bisschen nice. Ja, hier. Mach mal. Fertig. Und zack, das nächste Level. Nehmen wir alles an. Komm, hier. So, haben wir jetzt neue Handschuhe. Sind die besser? Neulingshandschuhe? Schöne Handschuhe. Setz nach Anliegen. Ach, guck mal. Sehr schön, der rechnet uns das schon um. So,
Die Frau mit den... Was ist das? Warum? Ist das ein fliegender Fisch? Weiß manchmal nicht. Aber ist mit der Map hier ganz schön gemacht eigentlich. Oh, wir probieren mal die neue Attacke aus. Die ist cool. Oh, jetzt haben wir die Aggro auf uns gezogen. Das ist nicht cool. Ah, ich werde direkt hier. Und oh, wir suchen Leute 18 Jahre plus... Hallo? Entschuldigung. Server-Lautsprecher, was geht hier ab? Ist das hier eventuell eine Flirt-Area? Kann das sein? Was ist das? Tinder unter den MMORPGs. Ach krass, guck mal, der läuft auf so Klingen. Ich bin ja eigentlich sehr skeptisch an das ganze Ding hier. Oh, rein Kristall. Oh. Sind die Quests jetzt schon wieder fertig? Ja, sind sie. Naja, das ist, ich finde die, das Ganze, also es ist ein bisschen wenig herausfordernd vielleicht. Naja. Guck mal, da gibt es jetzt schon einmal einen Gürtel als nächstes. Yay, und wir sollen schon wieder dieselben Dinger töten. Naja, oh, wir haben was Neues gelernt. Das hat gar nichts gebracht, weil wir überhaupt nicht in der Nähe standen. Aber ist okay, so. Vielleicht mal als nächstes. Vielleicht sollte ich mir das nächste Mal durchlesen, welche Wirkung die Attacken haben. Dann hätte ich sie jetzt auch ohne Cooldown und könnte sie einsetzen. Also ich weiß nicht, also diese Starterquests sind aber echt ein bisschen für den Arsch, ne? Komm mal her, ich will das machen. Bäm. Das bringt überhaupt nichts. Da ist noch Assassin's Creed. Aber ja. Jetzt muss ich da hinten hin. Warum? Soll ich noch mehr tot machen? Zack. Und nächster Angriff. Bam. Ich bin schon voll der Imba. Hm. So, jetzt geht's hier mal weiter. Ich finde es so ein bisschen vom ganzen Ding hier ein bisschen überkontrastet tatsächlich. Es ist so, ah, alles so harte Kanten und so. Aber gut, es ist grafiktechnisch eigentlich okay, finde ich. Es ist okay. Es ist okay, es darf bleiben. So, da ist ein Einflügeliger. Bitte, hilf mir mal. Neuer Erfolg. Das ist doch wunderbar. Ich habe was erfüllt, yay! Der erste Boss, der gelegt werden muss. Und zack, wir ziehen uns einen Gürtel an. Oh, funktioniert das? Hä? Warum nicht? Wo? Da. Man sieht den gar nicht. Das ist doch voll ätzend. Der ist das, oder was? Komm. Nein, geh weg. Warum? Warum? Oh, die Steuerung ist aber auch echt Rotz, ne? Geh weg. Ich will nicht, dass ich sterbe. Wo ist denn meine Leiste da oben? Ist der tot? Oh, ich hab's schon geschafft. Wow. Zusammen mit Assassin's Creed 1, 2, 3 und 4. Warum ist die Titten-Uschi hier? Ja, aha. Lass uns feiern. Yay! Celebration, stop, come on! Neuer Erfolg. Kann ich jetzt bitte meinen Schwanz haben? Was soll ich jetzt machen? Hier, F. Kann ich helfen? Bitte. Dämmer hier lang, nicht? Hä? Was soll ich hier machen? Da. Verstehe ich nicht. Das war's schon wieder. Na gut. Und nu? Weiter geht's.
Das schneiden wir alles raus jetzt gerade mal. Ach, guck mal, hier ist schön. Und da sind Wölfe. Die haben ein Schwänzchen. Schön, dich kennenzulernen. Gut, dass du da bist. Ja, ich finde es auch total toll. So. Guck mal, jetzt müsste doch gleich aber langsam dann mal so ein bisschen... Och, die sieht aber aus, ey. Nee, nee. 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 Aha. So. Ist doch schon mal was. Das ist alles schlechter, ne? Was soll man damit machen? Nix. Gut. Jetzt Wölfe töten. Offensichtlich, weil alle anderen das hier auch machen. Boah, es macht aber auch ein bisschen Bock, ne? Muss ich sagen. Ja, sammel doch mal hier automatisch ein. Dumme Ziege. Zack. Sehr gut. Ha, zack. Flash. Das war's auch schon wieder. Mein Gott, sind das kurze Quests, ey. Portal gespeichert. Ja, das ist doch schön. Offensichtlich zieht man auch keine Aggro auf sich, wenn man an Mobs vorbeiläuft. Das ist ganz nett. Vielleicht etwas wenig herausfordernd, muss ich sagen. Süß, guck mal, das sieht aus wie ein Chocobo. Es ist ein Känguru-Häschen, irgendwas. Ich will das haben. Ist das dieselbe Stadt? Nee, ne? Oder doch? Die Welt braucht mehr Leute. Weiß es nicht. Gut, ich würde sagen, wir ziehen hier mal ein erstes Fazit, ja. Und beenden Teil 1 unseres Eons Online Gameplays. Product Gameplays. Finde ich ein ganz nettes Spiel. Muss ich sagen, hat mich entgegen meiner Erwartungen doch gecasht. Ein bisschen. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, der Link in der Infobox. Und ladet es euch runter, wenn ihr möchtet. Kommt auf den Server Yggdrasil und vielleicht sehen wir uns online irgendwie und dann, keine Ahnung, questen wir ein bisschen zusammen. Und ich würde sagen, wir sehen uns auch schon im nächsten Teil wieder. Ja, bis dahin. Tschüss.